Willkommen zurück zu Dead or Alive 6. Das letzte Mal hatte ich weiterhin die Door Quest absolviert. Und ich habe das letzte Mal auch angekündigt, dass ich heute mal wieder das Trainingstutorial mache. Das letzte Mal war ich. Also habe ich 1 bis 4 die Tutorials abgeschlossen und jetzt. Und hatte. Das 5. angefangen. Und bin bei 6. stehen geblieben. So. Mittlere Schlaggriffe. Verwende Rückwärtskreuz, um einen Griff gegen mittlere Angriffe durchzuführen. Greife den mittleren Schlag deines Gegners im richtigen Moment, um den Angriff abzufangen und einen eigenen folgen zu lassen. Für jede Art von Angriff gibt es verschiedene Griffe. Verwende Vorwärtskreuz, um einen Griff gegen mittlere Dritte durchzuführen. Greife den mittleren Tritt deines Gegners im richtigen Moment, um den Angriff abzufangen und einen eigenen folgen zu lassen. Führe Schläge und Tritte gegen. Für Schläge und Tritte gibt es verschiedene mittlere Griffe. Benutze nach oben und H. Für einen hohen Griff, rückwärts und H für einen mittleren Schlaggriff, vorwärts H für einen mittleren Trittgriff und unten H für einen tiefen Griff. Führe einen Griff in richtiger Höhe genau zum Zeitpunkt eines Angriffs deines Gegners aus, um ihn greifen und kontern zu können. Warte mal jetzt was! Scheiße. Erfolglos! Mann, Junge, geh mir nicht auf die Nerven jetzt. Geht doch. Blöd, Mann. Dann sag doch einfach das nächste Mal, dass er nur das eine macht. Oder meistens das eine und dasselbe macht. Du hast jetzt die Grundlagen erlernt und solltest dich gegen schwächere Gegner behaupten können. Sehen wir uns an, was du bisher gelernt hast. Wenn du diesen Kampf gewinnst, erhältst du einen neuen Titel. Hey!
Arschloch. So. Kritischer Stun. Ein kritischer Stun tritt auf, wenn ein Gegner durch einen geschickten gelandeten Treffer ins Taumeln gerät. Da Kämpfer im Zustand des kritischen Stunts weder angreifen noch abwehren können, bietet sich die Chance eines Combo-Angriffs. Ist ein Kämpfer im kritischen Stun, erscheint auf dessen Bildschirmseite der Text kritischer Stun. Also. Quatsch. Okay. Ja, ich habe gerade meinen Zettel gerade nicht bei mir. Was nochmal ist. Aber jetzt weiß ich es. Es ist bei mir Dreieck. Einige Moves, die als normaler Treffer keinen kritischen Stun bewirken, können als Gegenangriff einen kritischen Stun bewirken. Setze mit einer Combo nach, sobald dein Gegenangriff eines kritischen Stun bewirkt. Bestimmte Angriffe gegen einen Gegner in einem kritischen Stun können den Zustand des kritischen Stuns verlängern. Dies wird als kritische Combo bezeichnet. Die Meldung kritischer Stun wird weiter angezeigt, während dein Gegner sich in diesem Zustand befindet. Hey! Wenn du einen Gegner im dritten kritischen Stun zweimal mit demselben Move triffst, ändert sich der Stun-Zustand und der kritische Stun endet. Diese Funktion wird kritische Umkehr genannt. Verwende immer verschiedene Moves für deine kritische Kombos. Wenn du in einem kritischen Stun versetzt wirst, blinkt ein Teil deiner Gesundheitsanzeige weiß. Dies zeigt das kritische Limit an. Mit anderen Worten, den maximalen Schaden, den du im kritischen Stun erleiden kannst, bevor eine kritische Umkehr ausgelöst wird. Gut. Nein, ich hab falsch. Nein, was machst du so cool? Oh, Alter. Okay, jetzt hast du. Was verstehst du unter das nicht? Wieso gehst du nach unten, du Pappnase? Sag mal, ich drücke einfach nur nach oben und die P-Taste. Und was kommt? Da kommt manchmal irgend so ein Scheiß hier unten an. Jetzt irgendwann mal irgendwelche Taste drücken. So, kriegen wir es jetzt hin. Nein, falsche Taste. Nein, falsche Taste. Alter. Oh, Alter, wie soll man den Scheiß hier schaffen? Oh. Also, ich vergesse immer, die K-Taste mitzudrücken.
Mann! Mann, ich vergiss jedes Mal. Ach, leck mich am Arsch. Ich habe auf diesen Scheiß erst keinen Bock. Sorry. Ich sehe so gerade die Zeit. Ah, nee, Quatsch. Ich dachte, die wäre jetzt um. Nee. Das ist nur die Sekunde, die ich aufgeschrieben habe. Ein kritischer Stun tritt auf, wenn ein Kämpfer durch einen geschickt gelandeten Treffer ins Taumeln gerät. Der Kämpfer im Zustand des kritischen Stuns wieder an... Das hatten wir schon. Dann eine Kombo aus... Oh. Tödlicher Stun. Den besonders starken kritischen Stun-Zustand, der nach bestimmten Moves auftritt, nennt man tödlicher Stun. Ein Kämpfer im tödlicher Stun kann weder angreifen noch abwehren oder greifen und ist ein leichtes Ziel für Kombos. Der Text tödlicher Stun blinkt auf dem Bildschirm, wenn sich ein Kämpfer in diesem Zustand befindet. Der typische Move zum Auslösen eines tödlichen Stunts wird tödlicher Ansturm genannt. Jeder Charakter verfügt über seinen eigenen tödlicher Ansturm-Move, der großen Schaden zufügt. Lasse auf deinen tödlichen Stunt sofort eine mächtige Kombo folgen. Lande eine Kombo aus mehr als drei Treffern gegen einen Gegner mit tödlicher Stun. Ah, ich wollte jetzt auch diesen Schweißeffekt ausmachen. Oh, Diego spiele ich. Angriffe, die einen tödlichen Stun bewirken, Teil 1. Einige Charaktere verfügen neben tödlicher Ansturm über weitere Moves, die ihren Gegner in einen tödlichen Stun versetzen können. Viele dieser Moves beginnen langsam, aber wenn sie treffen, verursachen sie eine Menge Schaden. Vor allem, ich drücke hier manchmal nach unten und der macht manchmal hier diesen Scheiß. Was sie da unten sieht. Ich drücke immer nach vorne. Deswegen funktioniert bei mir manchmal einiges nicht, weil das manchmal nicht so reagiert. Egal welches was nehmen, ob diesen Knüppel hier oder diese Art Falltasten, sag ich jetzt mal. Da schon wieder, er hat so gemacht. Nach unten und P. Statt nach vorne und P. Also schräg nach vorne. Ach schon. Oh.
Triff da mal jetzt! Nein! Alter! Was verstehst du unter das manchmal nicht drücken? Oh, heute kann dieses Spiel mich echt mal kreuzweise. Zumindest das mit dem Tutorial. Wenn die scheiß Knöpfe nicht funktionieren wollen. Boah, Alter. Ich krieg da echt meine Macken. Aber ich sehe gerade, wir sind fast am Ende. Ich versuche noch, den hier zu lösen. Die anderen werde ich dann irgendwann nachholen. Das müsste machbar sein. Einige Charakteren können hockende Konter oder hockende Konter Plus ausführen, um ihre Gegner in einen tödlichen Stand zu versetzen. Diese Gegenangriffe funktionieren nur gegen bestimmte Angriffe, aber wenn sie treffen, verursachen sie hohen Schaden. Weitere Informationen über Konter findest du in den Lektionen für Fortgeschrittene. Ah ja. Aua. Mann, renn doch einfach. Okay. Sie sind dann einfach zum nächsten Mal wieder bei den Dog Quest. Ich habe heute echt die Schnauze voll. Wenn sowas bei mir nicht funktionieren möchte. Bis zum nächsten Mal, ciao.